Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar hier habe ich einen Ansatz gehabt, mir eine Sugarcane Farm zu bauen. Habe mir also gedacht, ich setze hier, damit man schön den Sugarcane abarbeiten kann, die Pisten hin, hier ein Observer und verbinde das Ganze einfach mal richtig schön hier rüber und setzt dann hinten dran schön Repeater und stell dann allerdings fest, dass sich dadurch eine entwickelt, die äußerst nervtötend laut und gar nicht so schön ist. Ja. Hab dann vieles probiert, vieles und nichts hat funktioniert. Heute bin ich dann dazu gekommen, dass ich tatsächlich bei The Yo Minecraft mir ein Ding angeschaut habe, was mir ein bisschen weitergeholfen hat. Und das wollte ich mal hier zu so einem netten Ausdruck bringen. So, als allererstes habe ich hier mit Verlängerung ein bisschen gezögert, dass ich also die Repeater ein bisschen das Redstone-Signal, das aus dem Observer rauskommt, ein bisschen in die Länge ziehe. Habe dann mittels Komparatoren mir hier eine Batterie gebaut. Und bin anschließend, um das Signal hier abzugreifen, hier rausgegangen. So, fast schon erledigt. Das habe ich jetzt nur gemacht, um das Ding hier abzuschneiden. Und habe dann hier hinten wunderbar angebaut. Jetzt habe ich also endlich die Möglichkeit gefunden, hier, nein, hier mittels dieser Powered Rail eine normale dazwischen. Diese hier. Und dann können wir so weiterlegen. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Und der Experte sieht schon, was ich da bei mache. Im Endeffekt ist es nichts anderes, als dass ich hier das Signal, das ich habe, vereinzel und dann hier wieder reinführe. So. Keine Ahnung, wie viel ich wirklich bräuchte, aber ich baue es jetzt einfach mal so rein. Jetzt brauche ich noch irgendeine Bepowerungsart. So. Und eben das Minecart. Jetzt habe ich das Ding, dass ich aufgrund dieser Konstellation das Minecart jetzt losschicken kann und kann also mir einen Parcours ausdenken, der wie auch immer geartet ist. Kann es also hier. Nummer 1, 3, 4, 5, 6, 7. Dann bauen wir hier eine Kurve ein. Und lassen das Ganze meinetwegen wieder zurückgehen. Nur das Problem ist, zeittechnisch wird das nicht reichen.
Also wenn ich jetzt hier weitergehe, fürchte ich wirklich, das wird zeitmäßig noch nicht reichen. Denn wenn ich jetzt hier hinten wieder ankomme, habe ich das Problem, dass hier das Minecart natürlich noch hier rauf muss. Hier ums Eck. Und anschließend muss ich es stoppen. Sprich, nein. Doch vorhin funktioniert. So. Ja. Und wieder eine Konnektivität, die ich nicht will. So, und weil das Ganze so schön ist, testet man es mal aus. Wie gesagt, ich fürchte, dass die Schaltung, die ich jetzt hier produziert habe, von der Strecke vom Minecart noch ein wenig zu kurz ist. Beziehungsweise mir hier wieder etwas einen Strich durch die Rechnung macht. Ach, gut, dass das Ganze natürlich auch noch live ist. Daneben gleich richtig. Okay. Und der zweite Versuch. Und man hat es gesehen, die Batterie war noch nicht leer. Vielleicht hilft es auch simpel und einfach weniger in der Batterie zu nehmen. Das muss ich jetzt halt einfach noch irgendwie austesten. Aber wenn man sich anschaut, ich habe das Problem, egal wie ich es mache, ich habe jetzt hier sehr, 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 sehr viel Material verbraucht, nur um eine Einfachschaltung zu machen. Ja. Und auch wenn ich jetzt hier mir etwas gespart habe, wie man sieht, es bringt mir hier eine Menge Material an Schienen. Ja, die ich also einsetze, nur um einen zweiten Tick vom Observer einfach nur auszuschalten. Und da ist meine Frage, schafft es jemand mit weniger Aufwand, mit weniger,
Sachen. Denn ich kann zwar hiermit wunderbar jede Menge Sachen farmen, könnte jetzt auch hier unten drunter noch gehen, hier auf diese Ebene, dann hier unten ein Sammelminecart einsetzen, welches mir dann die ganzen Sachen von unten her einsammelt, was an Sugarcane überall irgendwo zutage kommt. Könnte auch unterhalb des Wassers noch Hopper in Richtung des Minecarts dann zeigen lassen, dass das Zeug, das von unten her kommt, gleich direkt im Minecart reingeschleust wird, das vorbeifährt. Das ist alles nicht das Problem. Das Problem ist prinzipiell diese Vereinzelung, diese immens lange Kette, dass ich erst das Signal verstärken muss, dann hier in eine Batterie reinbringen, damit es also einmalig ordentlich powert, dann auslöst, einmalig hier rein und anschließend dann einen möglichst langen Zyklus fährt, nur um nicht zu früh hier wieder aufzuklatschen, um das Ganze in eine endlos kettende Glock zu bekommen, sondern dass es lediglich ein einmal auslösendes Ereignis ist. Gut. Viel Spaß beim Lösen.